Hallöchen, meine Lieben, und wie ihr seht, es ist stockfinstere Nacht und da sitzt eine Katze und leuchtet mich mit ihren Augen an. Wir waren ja letztens tagsüber auf dem alten Friedhof, nicht wahr? Mich erreichten einige private Zuschriften, die der Meinung waren, dass ich mich hier nachts nicht hintraue. Stimmt, alleine nicht. Der Graue ist bei mir. Aber wir machen heute einen kleinen Rundgang über den nächtlichen Friedhof. Mal gucken, was uns außer der Katze noch so alles begegnet. Wie gesagt, das ist hier keine Störung der Totenruhe. Ich hatte es euch ja alles schon mal erklärt. Der Friedhof ist rund um die Uhr frei zugänglich. Man kann hier zu jeder Tages- und Nachtzeit rüberlaufen. Wir sind auch garantiert hier nicht die Einzigen, die hier drauf sind. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir schauen mal. Es ist bei Nacht definitiv eine andere Atmosphäre als tagsüber. Aber irgendwie auch trotzdem eine schöne. Das sind die alten Bäume wieder zu sehen. Und ganz, ganz viele Geräusche überall zu hören. Meine Sinne sind auch gerade zum Zerreißen gespannt, muss ich gestehen. Aber weiter geht's. Das Grab hatte ich euch im Tageslichtvideo auch gezeigt. Das ist das mit dieser schönen Inschrift da oben. Herrgott, ich sehe wirklich nichts, was auf dem Boden ist. Also wenn es jetzt hier gleich Rassel und Schläge gibt, habe ich mich aufs Maul gepackt. Gut Deutsch gesagt. Ja, hier sind wir bei der Familie Geil. Das Grabmal erinnert ihr euch sicherlich noch. Das habe ich euch sehr lange vorgestellt. In unserem Tageslichtvideo. Nun ist es Nacht. Da sieht die ganze Sache doch hier auch schon ein bisschen anders aus. Das ist schon verrückt. Ich weiß im Endeffekt, dass hier nur Eichhörnchen und Katzen rumspringen. Und trotzdem, was ist denn bitte schon hier passiert? Okay. Und trotzdem hört man auf jedes Geräusch ganz anders als am Tag. Oh, das hier hatte ich euch während der Tagestour schon gezeigt, aber also bei Nacht sieht das noch geiler aus mit diesen Pflanzen und Blüten. Und dann da rein, innen drin bewachsen. Das sieht echt schön aus. Auch diese Treppe kommt euch bestimmt bekannt vor. Mich haut es hier gleich so aus wie von auf die Nase. Nein, ich schaffe es. Da sind die Löwenköpfe. Da ist das Grabmal der Familie Geil. Ein schöner und stiller Ort. Ist hier jemand mit uns? Das ist sehr nett von euch, vielen Dank. Mit wem haben wir es denn hier zu tun? Ist das ein Überbleibsel der Familie Geil? Ups. Ist die Kamera? Nee, die war die ganze Zeit hier auf der anderen Seite. Das ist ja nett, dass ihr mit uns kommuniziert. Hör mal auf, hör auf, hör auf. Du verbrauchst deine ganze Energie. Geht es dir gut dort, wo du jetzt bist?
Danke dir. Ich glaube, du freust dich wirklich, dass hier jemand mit dir spricht. Ihr wart ja auch hier sehr lange alleine, richtig? Ich glaube, du freust dich wirklich, dass hier jemand mit dir spricht. Ihr wart ja auch hier sehr lange alleine, richtig? Also man muss ja wirklich sagen, Nachtblind ist scheiße. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir gerade sind. Also so ein bisschen schon. Aber ich sage jetzt mal nicht so die Ortskenntnis, die ich habe, wenn ich hier tagsüber drüber laufe. Eben das mit dem Ding war krass. Das war echt krass. Bin ich natürlich wirklich am Überlegen, ob ich mich auf den alten Teil des Judenfriedhofs traue, weil wenn die jetzt hier schon so an mich rangehen, was machen die dann da erst? Aber gut, testen wir das mal aus. Also ich muss sagen, ich bin zwar angespannt, ja, das liegt aber daran, dass ich nicht sehe. Ansonsten eigentlich eher neugierig. Und was auch sehr seltsam ist, normalerweise bin ich jemand, das da drüben rumflattert, das ist übrigens eine Fledermaus. Bin ich übrigens jemand, der in Anbetracht von Tod oder Ähnlichem eher anfängt zu frieren. Das ist hier nicht der Fall. Im Gegenteil, mir ist gerade im Moment, ehrlich gesagt, ziemlich warm. Im Hintergrund hört es übrigens keine Geisterscheinung oder ähnliches, sondern die E-Zigarette vom Grauen. Wir sind bei der Familie Noll. Auch die habe ich euch vorgestellt im Tageslichtvideo. Mal schauen, ob die uns auch antworten wollen. Achtung, Lampe aus. Einen schönen guten Abend an die Familie Noll. Möchte hier vielleicht auch jemand mit uns sprechen? Oder ist vielleicht die nette Entität von da vorne uns vielleicht ein Stückchen gefolgt und ist noch bei uns? Dieser Vogel da oben, der geht mir tierisch auf die Nerven. Der folgt uns nämlich tatsächlich hier die ganze Zeit und flattert da oben rum und erschreckt mich von Sekunde zu Sekunde mindestens 4-mal zu Tode. Das ist so ein schönes Grabmal hier, dieses Teil. Ich liebe das so. Und wir haben auch schon wieder, glaube ich, einen Ausschlag bei dir, oder? Oh, ganz fein war der nur. Deswegen habe ich gesagt, komm, wenn dann packst du richtig an. Also wir haben ja auf den Geräten natürlich immer wieder mal kleinere Ausschläge. Aber auf Nachfrage, so wie bei Familie Geil vorne, kommt da eigentlich nichts. Ich muss dazu sagen, also die Lichter, die ihr jetzt hier seht, die da reinkommen, das war der Graue mit der E-Zigarette, hier ist kein Geist an mir vorbeigeflogen. Die Lichter, die ihr hier seht, die sind von den Straßenlaternen da draußen, weil ich bin hier an der Außenmauer vom Friedhof und hinter dieser Wand sind Wohnhäuser. Respektive dann dementsprechend auch Straßenbeleuchtung. Aber hier selbst der Friedhof innen drin ist unbeleuchtet. Dementsprechend gibt es hier auch keine Fremdfrequenzen, die uns hier irgendwie reinfunken könnte. Und Handys sind natürlich im Flugmodus, das ist klar. Und die Kamera selbst, ich habe hier irgendwelche Viecher an mir. Und die Kamera selbst
erzeugt nicht genug Energie, als dass die deswegen ausschlagen würden, die Geräte. Es ist keine Störung der Totenruhe oder ähnliches. Wir haben jetzt hier mehrere Pärchen getroffen auf unserem Weg hier durch, die auf den Bänken saßen, sich ausgetauscht haben. Nicht das, was ihr jetzt denkt, ihr Ferkel. Einfach miteinander gesprochen haben. Eine Frau kam uns entgegen, die telefonierte. Es ist 11:30 Uhr nachts. Also, ihr seht, das hat also mit irgendwelchen Störungen oder ähnlichem nichts zu tun. Das ist eben so auf diesen Parkanlagen, wenn die so angelegt werden. Und das ist jetzt wirklich eine dunkle Ecke, weil jetzt sind wir mehr oder weniger im Gießener Stadtparkgebiet und wenn ich jetzt die Lampe wegnehme, wie Sie sehen, sehen Sie nichts mehr. Also hier ist jetzt wirklich stockfinster. Wir sind umgeben von Bäumen, die Straße ist 150 Meter weit weg ungefähr. Da ist wirklich Schicht im Schacht jetzt mit Sehen. Erst recht für mich nachtblindes Huhn. Das sind ganz alten Gräberfelder hier. Schon wieder dieser Vogel. Also der. Das kommt durch Absenken von der Erde, ne? Wenn die Grabsteine so kippen, oder? Du als Gärtner? Kann auch die Wurzeln sein, vom Baum. Das kann auch sein. So, wir haben den Judenfriedhof erreicht. Das sind die Gräber des zweiten Gräberfeldes, wo ich letztes Mal mit euch nicht drüber gelaufen bin tagsüber. Was einfach daran lag, dass ich aus einer anderen Richtung kam. Aber wir haben hier auch nur ein paar Meter, dann sind wir auch wieder auf dem anderen. Diese Pflanzen hier riechen irgendwie ein bisschen komisch. Das sind uralte Gräber, da kann man die Schrift auch gar nicht mehr erkennen. Hoch eingewachsen. Wie man sieht. Meine Güte. Könnt ihr auch sich ein besseres Hobby aussuchen als Nacht auf dem Friedhof rumrennen, gell? Der Graue sagt gerade, dass auf drei Gräbern noch Steine hinterlegt sind. Was hat das? Vier? Was hat das damit zu tun? Erklärst du uns das? Ein Ehren der Toten. Dass sie wissen, dass jemand da war. Wenn ich das richtig verstehe. Hier hatte ich doch das Rotschild Grenarab entdeckt, ne? Hier, genau, da war das. War das das? Rotschild, genau. Also was hier wirklich sehr befremdlich ist, der Graue hat es mir gerade gesagt, ist ja normalerweise in diesem Kreis in der Mitte ist ja so eine Plakette drauf auf diesen Gräbern, ne? Meistens mit einem Bild oder ähnlichem. Die hat man hier rausgebrochen. Also ganz ehrlich, ich meine, nachts über den Film, Friedhof laufen und filmen ist eine Sache. Zumal das hier öffentlich zugänglich ist, aber Gräber schänden und Köpfe abklopfen und Plaketten klauen. Ihr solltet euch was schämen, die das machen. Die sollten sich echt was schämen, echt. Aber Karma regelt, ne? So, wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ende. Sind wieder kurz vor dem Ausgang. Auch dieses Andenken
kennt ihr aus dem ersten Video schon, von den Herrn Dr. Gustav Heyer. Und hier möchte ich dann unseren kleinen nächtlichen Ausflug auch beenden. Wir fanden es interessant, uns hat Spaß gemacht. Hoffen euch auch. Vielleicht machen wir sowas bei Gelegenheit mal öfter. Nicht auf Friedhöfen, aber in anderen Orten. Ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin bleibt uns gebogen. Denkt an den Daumen und ans Abo. Bis denn, tschüss sagen die Zeitzeugen.